Herzlich willkommen zum Traditional Pilates Advanced Video. Ich bin Joanna Afram. Ich freue mich, dass ich Sie zum Advanced Video begrüßen darf. Wenn Sie mit diesem Workout starten, sollten Sie bereits mit dem Basic Repertoire vertraut sein und die Pilates Prinzipien wie Atmung, Kontrolle, Präzision, Konzentration, Bewegungsfluss und Zentrierung vertraut sein. Achten Sie immer darauf, dass Ihre Bewegungen in Ihrer Körpermitte starten, sprich in Ihrem Powerhouse, so wie wir es im Pilates nennen. Zu Ihrem Powerhouse gehören folgende Muskeln: die quere Bauchmuskulatur, die inneren und äußeren schrägen Bauchmuskeln, die Beckenbodenmuskulatur sowie der untere Rücken. Mit dem Einatmen haben Sie immer das Gefühl, dass Sie den Brustkorb weiten. Mit dem Ausatmen ziehen Sie Ihren Bauchnabel nach innen und nach oben. Ja, und haben das Gefühl, dass Sie eine ganz flache, tiefe Bauchdecke schaffen, sodass Sie Ihre tiefen Muskeln auch aktivieren. Schauen Sie, dass Sie die Übung immer kontrolliert ausführen und möglichst genau. Sollte es einmal unangenehm sein oder Sie merken ein Ziehen, dann wechseln Sie zur nächsten Übung. Genauso wichtig ist es auch, dass Sie, bevor Sie mit dem Workout starten, einen Arzt konsultieren, um zu schauen, ob alles in Ordnung ist. Das Video ist so aufgebaut, dass Sie 10 verschiedene Series haben. Diese Serien bestehen aus verschiedenen Übungen, die aneinandergereiht sind. Und Sie können sich, wenn Sie mal nicht genügend Zeit haben, eine der Serien aussuchen oder auch sonst das gesamte Workout durchmachen. Dieses Workout unterliegt der klassischen Pilates-Reihenfolge von Joseph Pilates. Das bedeutet, Sie möchten die Übungen miteinander kombinieren und das möglichst fließend, von einer Übung zur nächsten. Wann immer Sie das Bedürfnis haben, eine Pause zu machen, tun Sie das. Denn Sie trainieren für sich. Ich freue mich nun, mit Ihnen das Workout zu starten, und auf geht's!